Folge. Also die nächste. Nee, diese. Ich weiß nicht. Dann muss ich das ja nochmal schneiden. Vielleicht doch die nächste. Oder die letzte. Warte, was? Oder alle. Unser neues Titellied. Wir haben den Mund voll. Also, da ist schon ganz schön viel Kappes bei, ne? Naja, ich sag mal so, Potenzial für Aussetzer haben wir genug. Was stimmt nicht mit denen? Das Getränk des Abends ist heute ein Guinness. Ich brauche Alkohol, um das zu überstehen. Und du so? Muss ich heute irgendwas sagen? Ja. Ah, fuck. Du wolltest aufnehmen. Glaube ich. Wollen wir einfach das nochmal verschieben auf nächste Woche? Nein. Oh Mann. Wir können ja kürzer machen. Okay. Haben wir noch Themen? Ja, ich nicht. Ich habe was vorbereitet, ja. Ja, ich ja quasi auch, aber das hält sich auch. Ach, wie war denn so deine 10 Tage seit der letzten Aufnahme? Ich bin jetzt bei einer stabilen 75-Stunden-Woche. Das ist schön. Nicht für dich, aber... Das ist richtig. Für die Woche. Ich habe mehr Diagnosen als Medikamente und keine Lust mehr. Toll. Also irgendwie wie sonst auch, nur... Nur noch schlimmer. Ja, nur noch schlimmer. Und ich ziehe mir jetzt die Schuhe aus, das habt ihr davon. Ja, und das waren erst die Schnürsenkel. Ja, die reichen schon. Und bei dir, Flo? Ach, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich ein Problem gelöst habe, über das ich hier nicht reden kann. Aber zumindest bin ich ein bisschen weitergekommen. Und ich gucke mal, ob ich nächste Woche, man muss das jetzt mit Anführungszeichen hören, Urlaub mache. Wie jetzt? Ja, das heißt, dass ich trotzdem hier bin und ans Telefon gehe und so weiter, aber dass ich keine Hosen anhab. Ah, oh. Ja. Und dann gucke ich mal, weil nächste Woche ist auch dieser Feiertag und dann vielleicht kriege ich das so halbwegs hin, dass ich vielleicht morgens mal ein Stündchen länger schlafen kann, gerade das Wichtigste nur erledige und dann mich wieder hinlege. Okay. Wir werden sehen. Liegen klingt nach einem echt guten Plan. Na, das ist immer schön. Wie meine Oma früher immer gesagt hat, der, der das Bett erfunden hat, der hatte Orden verdient. Richtig. Recht hat sie. Ja. Sie hat auch immer gesagt, wer aber doch eh mon emetto. Hat sie auch recht gehabt. Recht hat sie. Ich bin ja froh, dass ich diesen Ausspruch geerbt habe. Ja, na, aber sonst ist eigentlich nichts passiert. Es nieselt heute endlich mal ein bisschen. Ja, das fand ich auch schön. Und sonst war es doch recht ereignislos. Das ist nicht unbedingt schlecht. Nein. Das ist nie schlecht. Nehmen wir eigentlich auf? Ja, gut. Weiß nicht, du bist der mit der Technik. Ich bin der, der das Knöpfchen drückt. Genau. Du bist der Mann am roten Knopf. Ach, wäre ich's nur, dann wären wir alle nicht mehr hier. Ja. Wir haben ja auch gestern Abend schon an einem Mikro gesprochen und haben eine neue König-Bube-Dame-Gastfolge aufgenommen. Aha, okay, ich dachte schon, wir haben gestern in einem Mikro gesprochen. Wir, du nicht, also die anderen zwei, wo da auch sind. Ja, sprich, wir hatten diesmal keinen Gast, weil es war eine Sonderfolge.
Und wir haben schlechte Filme besprochen. Oh. Oder halbwegs schlechte. Ja. Ja. Das ist schön. Das ist immer schön. Naja, nicht immer, aber manchmal. Ja, schon. Ach, wie lang noch? Ach, nur noch ein Stündchen. Ich glaube, wir sind beide müder als bei unserer Mitten in der Nachtfolge. Ja. Ich bin aber auch fertig, wie es ist. Ja, keine Ahnung. Diese Müdigkeit ist gar nicht das Problem, aber einfach der Kopf ist völlig voll für heute. Ich bin ja gerade erst quasi heimgekommen. Ich hatte ja noch meine Schuhe an. Ich glaube, 18.20 Uhr oder sowas waren wir zu Hause. Wir haben jetzt 18.50 Uhr für die Hörer. Ja, genau. Das heißt, ich habe gerade mein Mittagessen gegessen und sitze jetzt hier vor einem Mikrofon und lutsche am Schnuffel. Oh. Ich habe mich so ein bisschen wieder mit Technik geärgert. Oh. Ich habe ja... wieder mit Druckern? Ja, immer noch. Hey. Also ich bin ein Stück weitergekommen, aber irgendwie... Okay. Er findet ihn mittlerweile im Netzwerk. Das ist schon mal gut. Mhm. Er findet nur den Treiber nicht. Und wenn ich auf der Homepage nach dem Treiber suche, zeigt er mir in der Treiberliste ihn auch an, nur ohne Möglichkeit, ihn runterzuladen. Was sagt der Hersteller dazu? Ja, auf der Seite vom Hersteller. Ja, ja, schon, aber ich meine, hast du den mal angeschrieben? Oder? Noch nicht, ich habe da heute mal geguckt. Einen Pferdekopf geschickt? Ich denke, irgendwo müsste ich tatsächlich noch die alte Installations-CD vom Drucker liegen haben, wenn ich die finden würde. Aber weißt, ich habe natürlich letztens aufgeräumt. Das schmeißt irgendwie doch jeder immer weg. Ja, oder eben nicht. Ich hatte das ist jetzt auch der erste Fall, der mir unterkommt, wo es wirklich sinnvoll gewesen wäre, zu wissen, wo man seine CD hingeworfen hat. Ich hatte eine Schublade. Na, eigentlich waren es sogar zwei oder drei Schubladen, wo immer der ganze Kram reinkam. Mhm. Die habe ich aber vor zwei, drei Monaten mal aufgeräumt und den größten Teil weggeschmissen. Die CD mit Sicherheit nicht. Aber da waren Disketten dabei und ich rede nicht von den kleinen. Ja, ja. Ja, also das war eine Schublade, wo das alles reinkam. Seit den 80ern. Oh, naja, ich meine, ich kann ja drucken, nur über Umwege halt. Und das, solange es geht, ist es halt okay. Heute in zwei Monaten ist Weihnachten. Ach, du musst mir nichts schenken. Okay. Ich wollte dir eigentlich deinen Baum anzünden. Welchen Baum? Ja, ich wollte dir vielleicht einen Baum schenken, einen brennbaren Baum. Einen brennenden, brennbaren Baum. So einen für den Rückspiegel. Oh. Es riecht so schön, wenn er brennt. Dann drücke ich dir mal die Daumen, dass du deine CD findest. Ach, irgendwie kriege ich das hin. Ich weiß nur nicht, ob ich morgen jetzt Lust habe, das zu machen. Ich habe mich dann heute doch lieber um die Lohnbuchhaltung gekümmert. Die musste ja heute auch erledigt werden. Mhm, mh. Das heißt, bald ist mein Geld da? Ja. Vor Ende des Monats kriegst du es, wie immer. Sehr schön, sehr schön. Ja, so ist das. Ach, Flo. Der erste Schluck kühles Guinness. Wahrscheinlich bin ich in 5 Minuten besoffen, weil ich nichts mehr vertrage, weil ich normal nicht trinke. Wir nehmen das einfach mal auf und gucken, was draus wird. Ja. Ach. Das neue Auto ist da. Oh. Riecht es nach neuem Auto? Es riecht vor allem nicht verbrannt. Naja, das ändert sich noch. Wenn du das Päumchen erstmal angezündet hast. Und es fährt schneller als 60. Es ist total schön. Darf man das denn überhaupt? Sogar bergauf. Muss man nicht nur im ersten Gang fahren. Total gut. Ich
bin begeistert von dieser modernen Technik. Was die alles können. Ja. Was die wohl als nächstes erfinden. Lenkräder für links und rechts. Was? Ich habe davon gehört. Ich glaube es ja nicht. Man muss nicht mehr über die Radbremsen lenken. Mm-mm. So wie beim Schlitten. Ich hoffe. Wenn man links bremst und rechts bremst. Hm. Ja. Falls es gleich wieder hier laut klatscht. Ich habe hier wieder so eine scheiß Fruchtfliege vor dem Bildschirm. Ja, ja. Wenn es gleich laut rhythmisch klatscht. Na, rhythmisch nicht. Hat der Flo die Fruchtfliege gefunden. Es ist ja tatsächlich mittlerweile vom Wetter her so, dass ich nicht mehr ganz nackt vor dem Mikro sitze. Hm. Ich habe Socken an. Drei Stück. Okay. Mein rechter Fuß wird immer kälter als der linke. Ich muss dich jetzt wirklich fragen, wie kriegst du den Strumpf über den Kopf? Du musst den nur in der richtigen Größe stricken lassen. Ach so. Mhm. Das ist ja gecheatet. Ja. Ich habe sogar Öffnungen reingestrickt. Können wir nicht was anzünden? Bäume? Okay. Okay. Na, es ist aber immer noch ziemlich trocken draußen. Ja, umso besser. Ich glaube, die Nachbarn haben auch irgendwas angezündet. Ich vermute die Heizung. Es riecht nämlich nach Qualm. Mhm. Ich habe gestern auch die Heizung angezündet. Und, wie hat sie gebrannt? Gut. Das ist schön. Mit dem guten alten MAN-Raketenbrenner. Oh. So stellen die heute gar keine mehr her. Nee, ne? Nee. Heute nur noch so LKWs und... Ja. Aber eine Rakete? Das war noch Zeiten. Ja, früher. Ich weiß noch, als wir damals... In welcher Armee waren wir damals? Waren wir in derselben? Das weiß keiner mehr so genau, Flo. Naja. Es war der Kalte Krieg und wir haben uns halt alle gegenseitig warm gehalten. Das war schön. Ja. Der kuscheligste Krieg von allen. Ja. Schmusi-War. Hm. Noch besser als die Fortsetzung Schmusi-War 2, die Rache. Oder Schmusi-War 3, die Rückkehr. Ach, solche Kriege werden heute auch gar nicht mehr gemacht. Nee. Heute, heute ist immer alles nur Geld und Geld und Geld. Ja. Und Rohöl. Atomwaffen. Ravioli. Hier und da mal ein zerstückelter Journalist. Ist alles ganz schlimm. Siehst du, ich sterbe auch schon. Sehr gut. Aber wo wir schon hinterm eisernen Vorhang sind, hast du da nicht ein Thema mitgebracht? Nein. Okay. Du? Ich habe Themen mitgebracht. Okay. Aber keine hinterm eisernen Vorhang. Das einzige Thema, was ich von hinter dem eisernen Vorhang bekommen habe, war, dass Dela gefragt hat, ob wir abergläubisch sind. Wann hat sie das gefragt? Letztens auf Twitter. Weil ich nämlich die Vermutung in den imaginären Raum stellte, dass ich gar keine Themen habe für diese Woche.
Ah. Und dann sagte sie, dann haben wir jetzt ein Thema, nämlich sind wir abergläubisch. Nein. Genau. Aber gläubig. Dann fiel mir so auf, dass Aberglaube und Zwangshandlungen echt eng zusammenhängen. Also, sowas wollte ich auch gerade sagen. So Zwangshandlungen habe ich auch diverse, aber das hat nicht mit einem Glauben zu tun, sondern einfach... Mit einem Wissen, ja. Ja. Mit so einer... Ja. Ne? Mit diesem inneren Drang. Genau. Auch zum dritten Mal etwas zu kontrollieren, obwohl man genau weiß... Ja. Dieses Mitgefühl ist wieder hier. Verdammtes Ding. Oder... Dass man sich zum Beispiel von rothaarigen Menschen fernhält. Ach, ich mag rothaarige Menschen. Dann habe ich mir überlegt, eigentlich wäre sowas wie Glücksbringer ja auch voll so Aberglaube. Und ging kurz so meine Glücksbringer-Karriere durch. Klar, früher hat man so Glückspfennige gehabt, aber irgendwie sind die alle immer im Sparschwein gelandet oder beim Süßigkeitenmann. Was für ein Glück der hatte. Ja, ne? Irgendwann hatte ich auch mal Heilsteine bekommen, weil ich einen Verwandten habe, der ein Heilstein-Esoterik-Geschäft hat. Aber leider bekam ich auch kurz darauf eine Steinschleuder, sodass es mit den Heilsteinen auch nicht mehr so weit her war. Dann hatte ich eine Zeit lang eine Gewehrpatrone als Glücksbringer, aber dann war ich auf Frankreich Austausch und wäre fast wegen eines feindlichen Überfalls nach Hause geschickt worden, weil sie dachten, jetzt marschiert der Deutsche schon wieder ein. Schon wieder. Dann, die neuen Waffengesetze haben dann durch mein Glücksmesser einen Strich durch die Rechnung gemacht und die Glückszigarette, die man immer so verkehrt rum ins Päckchen steckt, hatte ich auch mal, aber dann habe ich aufgehört zu rauchen, also kein Wunder, dass ich so viel Pech habe. Ich weiß nicht, ich hatte nie so wirklich solche Glücksbringer. Ich meine, man könnte behaupten, ich hätte es mal mit dieser Glücksunterhose probiert, aber ich war einfach zu faul, sie auszuziehen. Irgendwann ist sie von alleine gegangen. Wer weiß, was dann passiert. Dann hätte ich da gestanden und hätte im Wind gebaumelt. Kommt da der Ausdruck Windsack her? Vermutlich. Gut. Wenn man sich einen kleinen Bohrer nimmt und Löcher in den hohen Sack macht, dann kann man einen Dudelsack bauen. Das ist eine gute Idee. Wenn ich mal einen finde, werde ich das testen. Am besten einen Schotten. Oder einen Malschotten. Wollte sowieso mal den Spotto besuchen fahren. Nimm einen Bohrer mit. Gute Idee. Ach, also nö, eigentlich bin ich nicht abergläubisch. Würde mir jetzt nichts einfallen, was ich in dieser Hinsicht so von den klassischen Gegenständen, Ritualen oder sowas irgendwie anwenden würde. Ja. Vor allem bin ich zu inkonsequent, um mich wirklich daran so zu halten. Kenne ich auch. Dann siegt doch die Faulheit über. Genau. Ja. Und dann blutet der Hahn einfach vor sich hin und man malt doch kein Pentagramm an die Wand. Ja. Chicken. Aber ganz wichtig ist, sich immer erst den linken Schuh zu binden und den rechten Gurt vom Rucksack anzuziehen, sonst geht die Welt unter. Ich bin ja einer dieser faulen Menschen, die die Schuhe einmal binden, aber nicht so ganz fest, dass sie dann später einfach reinschlüpfen können. Ja, das klappt mit meinen Stiefeln nicht. Ah, stimmt, ja, meine Wanderschuhe geht das auch nicht. Ah, bei den Turnschuhen habe ich das auch, ja. Ja, man muss sich alles so machen, dass man möglichst wenig Arbeit hat. Deswegen bereiten wir uns ja auf diesen Podcast auch nicht vor. Schlimm genug, dass wir anwesend sein müssen.
Ach ja. Eigentlich könnte ich meine Frau mal einkaufen schicken. Jetzt, wo sie wieder ein Auto hat. Ja. Ich hätte nämlich irgendwie Lust auf eine Pizza. Ich hatte erst einen Döner eben, also... Hast du es gut? Für mich nichts. Ich könnte sie zum Dönermann schicken, eine Pizza holen. Könntest du? Oder zum Pizzamann eine Currywurst. Oder zum Asiaten ein Schnitzel. Wir haben keine Asiaten hier. Oh. Wir haben nur Palim Palim, das ist der Dönermann, und Toni, das ist der Pizzamann. Nein, wir haben also im weiteren Umfeld, hier direkt haben wir gar nichts, haben wir einen guten Pizzamann. Ja. Und dann eigentlich sogar noch verschiedene andere Pizzamänner. Zwei Döner, einen Asiaten, ja, und diverses andere Zeug. Also wenn hier auch sonst nichts los ist, gegessen wird hier scheinbar gerne. Ja, das ist doch was. Man darf den Asiaten nur nicht mit der Thai-Massage verwechseln. Das stelle ich mir sehr würzig vor, sonst. So die Chicken Kung Pao mit Happy End. Oh, so Happy End ist das nicht. Die bricht einem alle Knochen. Hey, das kann auch schön sein. Ja, die macht das echt gut, aber au. Da wird der Arm auf den Rücken gedreht. Oh ja, so mag ich das. Aber es tut manchmal wirklich gut. Auch wenn man am nächsten Tag Blutergüsse hat. Ja, dann weiß man, dass es auch was Gutes gab. Ja. Wer schreibt denn hier bei Twitcher? Bin ich das? Nee. Oh, gut. Und auch ein Telegramm ist angekommen. Ach, hier. War ich das? Nein. Okay. Ich habe schon den ersten Roy Black-Film geguckt. Das ist schön. Dela hat schon gefragt. Ich habe auch schon gesagt, wenn wir diese Sendung aufnehmen, muss sie mitmachen. Die Roy Black-Folge? Ja. Ja, natürlich. Das gehört sich ja so. War mein Plan gewesen, dass meine Frau und Dela sich einfach über Roy Black unterhalten und wir einfach ganz still uns immer weiter aus dem Raum entfernen können, bis wir gar nicht mehr dabei sind und die zwei miteinander reden können. Das ist ein guter Plan. So podcaste ich am liebsten. Ja. Kann das nicht jemand anderes machen? Genau. Unterhaltungen delegieren. Ich finde das ja sowieso interessant. Wieso sind wir beim Podcasten gelandet, wenn wir beide zu Ungarn reden? Ich habe keine Ahnung. Wir sind so Idioten, oder? Ja. Ja, auf jeden Fall sind wir Idioten. Ich würde es ja auch wieder sein lassen, aber... Nee. Jetzt geht das auch nicht. Wir haben würde schon... man das treue Publikum enttäuschen. Ja. Wenn wir jetzt schon aufhören würden, dann wäre das so ein den vergisst man schnell wieder Podcast, weil das ist ja nicht viel. Also wir müssen schon ein paar Folgen machen und dann mit einem großen Knall gehen. Einfach die Treppe runter und dem Kugelhagel draufgehen. Okay. Das klingt nach einem soliden Plan. Nächstes Jahr dann. Aber erst nach dem Potsdam. Das weiß ich noch nicht. Doch. Da will ich schon noch hin. Wir können ja ankündigen, dass wir nächstes Jahr auf dem Podstock unsere letzte spektakuläre Folge aufnehmen. Genau, dann kommen extra viele Leute. Oh, nee, dann lassen wir es. Hey, die Füße sind kalt, ja? Du hast gesagt, du hast Themen. Ja. Also was heißt Themen? Ich hatte ja gesagt, ich will dir noch ein bisschen was über Comicstrips erzählen. Okay. Und ich habe einen rausgesucht, der am 12. Dezember 1897 gestartet ist. Er läuft immer noch, wobei seit 2006 sind es eigentlich nur noch Wiederholungen.
Aber trotzdem ist es einer der am längsten laufenden. Mit dem schönen Titel The Katzenjammer Kids. Mhm. Ich erinnere mich an den Namen. Genau. Das ist ein deutscher oder deutschstämmiger Autor, der das gemacht hat. Und der war sehr inspiriert von Wilhelm Busch, also von Max und Moritz hauptsächlich. Mhm. Deswegen heißen die beiden Figuren, also diese Kids, eigentlich waren es mal drei Brüder. Das ist dann aber ganz schnell auf zwei gestrichen worden, warum auch immer. Die heißen Hans und Fritz. Klassisch amerikanische Namen. Mhm. Und dann gibt es halt ihre Mutter und dann gibt es einen Captain, also so einen alten Seemann. Und sie machen immer Streiche und werden am Ende verprügelt. Die alten Strips sind halt wirklich ziemlich so alle aufgebaut. Ja. Und im Laufe der Jahre kamen dann andere Figuren noch dazu. Zum Beispiel ein afrikanischer König, was das Ganze jetzt nicht unbedingt weniger rassistisch macht, als es ohnehin schon ist. Ja, und dann nach 15 Jahren, im Jahr 1912, hat dann dieser Schöpfer gesagt, er will mal eine Pause machen. Mhm. Das wollte die Zeitung aber nicht. Ja. Also hat ein anderer diesen Strip übernommen und weitergemacht. Mhm. Und dann hat der ursprüngliche, ein Herr Dirks, einen eigenen Comicstrip angefangen. Mit zwei Jungen in der Hauptrolle, die heißen Hans und Fritz. Und mit einem Captain. Das Ganze hieß dann auch erst Hans und Fritz und wurde dann später umgenannt in The Captain and the Kids. Mhm. Und lief auch bis 1979. Okay. Also war jetzt auch nicht so unerfolgreich. Ja. Der andere lief auch immer. Wobei man sagen muss, das waren keine dieser klassischen täglichen Comicstrips. Das waren welche, die die meiste Zeit nur sonntags liefen. Also nur die klassischen Sundays mit größeren Bildergeschichten. Ja. Nur hier The Captain und The Kids, der hatte in den 30er Jahren mal so eine kurze Zeit, wo er auch wochentags lief. Ja, da hat sich so fortgesetzt. Es sind halt dann immer mal neue Autoren, Zeichner gekommen. Ja. Der letzte, der das jetzt gemacht hat, hat das von 1986 bis 2006 gemacht. Also es ist schon eine Zeit. Es gab auch Filme und Zeichentrickserien und was weiß ich zu beiden Versionen. Und ich habe mal einen rausgesucht, damit du dir vorstellen kannst, was für ein, also ich finde nicht sehr lustig, den ganzen Strip nicht, aber was das für ein Humor ist. Ich habe einen gewählt vom 26.07.1931. Ich werde den Text so vorlesen, wie er geschrieben ist, in diesem Pseudodeutsch. Also der Captain steht hier an Bord seines Schiffes und hat festgestellt, dass jemand in sein Fernrohr Tinte getan hat. Mhm. Dort Gast, der Dingdusel, Ink in der Piepglas again. Er geht also rein und verprügelt die beiden Jungs. Und it only takes von gumboggelt guess, who was der Hyenas, what done it. Es ist schrecklich, das zu lesen. Es klingt auch irgendwie. Sie gehen dann also raus, er schimpft noch hinterher und nebendran steht so ein Schulinspektor mit langem Bart und lacht. Und er sagt, one more monkey doodle, while I'm taking a nap. Und der Stuffing gets kicked out altogether. Die Jungs gehen also in die Küche. Und in der Küche ist natürlich, wie in jeder Küche, ein Käfig mit gefangenen Mäusen und Käse. Der eine Junge sagt, der old Stuff got a sense of humor like a busted Sega. Und der andere sagt, und I don't like dot nasty snicker, der Inspektor Gott. Sie schleicht sich also jetzt mit Mäusen, Käse und einer Käsereibe zum Captain. Ich überspringe jetzt mal ein bisschen Text, weil der ist alle immer so komisch. Reiben dem Captain Käse in den Bart und lassen die Mäuse los. Die ziehen jetzt natürlich an den Bart und knabbern da rum und er sagt, ouch, O-U-I-T-C-H. Aha, aha. Daraufhin kommt dieser Inspektor mit einem Besen und schlägt ihm natürlich mal so richtig auf den Bart. Der Captain wacht auf, läuft ihm nach mit dem Besen in der Hand und im letzten Bild hängt dieser Inspektor vorne am Schiff an einer Stange. Wait, V-A-I-T,
There was Misers in your Whiskers, I'm telling you. Der Captain sagt, I give you Misers in der Whiskers, Schrimperer. Und die Mutter kommt raus und sagt, stop it, what is there fighting for? Ach, ach, ach. Ja, so ist dieser Humor aufgebaut. Wie gesagt, ich find's nicht lustig, aber bizarr. Übrigens, auf derselben Seite ist oben drüber noch so ein kleiner Cartoon, ein anderes Strip mit dem schönen Titel Dinglehoofer and his Dog Adolf. Wie gesagt, 1931, ja. Da konnte man den Hund noch Adolf nennen. Mhm. Ja. Und es gab in den 70er Jahren eine Parodie im Playboy mit dem Titel The Krautzenbummer Kids. Leider findet man da echt nur sehr wenig von im Netz. Ich habe eins gefunden, wo der notgeile Captain von der Mutter Polaroid-Fotos macht, die als halbnackte Marlene Dietrich posiert. Und während sie sich über die Fotos freuen, sieht man hinter der Wand mit einem Loch reingebohrt, wie die Kinder sich freuen, dass sie für ihre schmutzigen Filmrollen endlich neues Material haben. Jetzt muss ich mal kurz zwischenfragen. War das die ganze Zeit, die ganzen Jahre in diesem Pseudodeutsch? Ja. Ach du Scheiße. Es ist also tatsächlich auch, wenn ich mir hier so die letzten angucke, nehmen wir da mal ein Beispiel raus. Dot Crouch. Maybe he need a visit mit W from the ghosts like Scrooge. Also ist ein Weihnachtstrip. Ja, ja. Es ist alles tatsächlich in dieser grauenhaften Schreibweise. Ich mag das ja auch nicht, wenn die so dieses Hinterwäldler-Dialekt machen. Das ist ja genauso schwer zu lesen. Aber das hier ist echt ganz schlimm. Aber es ist ein Stück Comic-Geschichte. Und nächstes Mal erzähle ich irgendwas anderes. Okay. Ah. Vielen Dank, Flo. Gerne. Für diesen Ausflug. Ja, ich hatte ja tatsächlich mal überlegt, als ich überlegt habe, was man denn so für Podcasts machen könnte, ob ich nicht einen Podcast über Comicstrips mache, so ungefähr wie die Sternengeschichten, so jede Woche so 10 Minuten über irgendein Thema oder irgendein Strip. Aber kriege ich halt zeitlich nicht auf die Reihe. Da muss man halt viel Zeug reinstecken, viel Arbeit. Ja. Also mache ich das hier einfach mal und suche mir ein paar interessante Sachen raus. Ach ja. Es sei denn, die Hörer wollen das nicht, dann sollen sie sich melden. Es ist mir egal, aber sie können sich dann melden. Was ist denn das neue Auto? Ich hoffe doch kein Diesel. Jetzt, wo heute diese Meldung kam. Nee. Schön Benziner. Ja, wie sich's gehört. Ist halt Kombi, ne? Und ich war fasziniert, wie viel Platz man darin hat. Also, wirklich angenehm. Und was ich lustig fand, wo ich noch nicht weiß, wer sich das ausgedacht hat und wen ich dafür verantwortlich machen kann. Aber im Kofferraum befinden sich zwei Hebelchen, die die Rückbank nach vorne schnellen lassen. Aber wirklich schnellen. Wir haben quasi ein eigenes Katapult im Auto, mit dem man Törtchen gegen die Frontscheibe von innen ballern kann. Ich weiß noch nicht, ob ich das gut finden soll, aber es könnte funktionieren. Ich finde das total praktisch. Mhm. Hatte ich dir eigentlich erzählt, dass meiner bereits einen Rückruf hatte? Ich habe den ja auch erst vor, was haben wir denn jetzt? Oktober, vor 2 Monaten gekauft. 3. Ja. Schreiben bekommen. Rückruf wegen dem Anschnallgurt hinten in der Mitte. Fahre ich also in die Werkstatt.
Der verdreht schon die Augen. Naja, komm, ich mach's dir gerade. Nimmt einen Kabelbinder, okay, macht den Gurt fest und sagt, ja, im November soll die Lösung kommen. Bis dahin darfst du das nicht benutzen. Geil. Ey. Und er hat einfach auch dann geflucht. Also ich kenne den Mechaniker schon lang. Ja. Das ist dasselbe, was sie seit dem Golf 2 einbauen. Dasselbe System. Und jetzt machen sie so einen Scheiß, dass es nicht Wahnsinn mehr geht. Huch. Ja, ja. Wo wir gerade bei Autobahnen sind, also nicht ganz, aber halb. Hast du gehört, dass das Dritte Reich wieder auferstiegen ist und dann abgestürzt? Nein. Ich habe nur heute irgendwo auf Twitter was durchhuschend sehen, dass ein Flugzeug neben einer Straße in genau einem nicht mehr flugfähigen Zustand stockstark steckte. Genau, irgendwo außerhalb von Los Angeles. Ist auf der Autobahn ein Flugzeug abgestürzt, so ein kleines Flugzeug. Ein Kampfjet aus dem Zweiten Weltkrieg mit Wehrmachtsinsignien. Ja, also gerade in dem Kontext, dass ja hier Obama und Clinton und was weiß ich wer alles gerade Paketbomben geschickt bekommen. Ja. Augenscheinlich rechtem Personal. Gerade kommt auch die Meldung rein, dass CNN das Gebäude in New York räumen musste, ja, auch wegen einer Paketbombe. Ja, ja. Kam eben schon im Radio, als ich nach Hause gefahren bin. Gerade vor dem Hintergrund finde ich den abgestürzten Kampfjet schon interessant. Und die Frage, die sich mir natürlich jetzt aufdrängt, ist, war diese Neuschwabenland-Theorie vielleicht doch nicht ganz falsch? Also hier in dem Artikel, den ich gefunden habe, steht was von Cosplay. Was? Was machen wir heute? Wir machen mal ein Wehrmachtsflugzeug. Und, ich verkleide mich als Flugzeug. Ja, also der Pilot ist einfach ausgestiegen und weggegangen, während das Ding gebrannt hat. Ja gut, drin sitzen bleiben würde ich auch nicht. Naja, für den Führer. Nee, für den erst recht nicht. Ich habe ja angefangen mal wieder... wie heißt auf Deutsch? Ein Käfig voller Helden zu gucken. Homeless Heroes. Ja, ja, ja. Kann man das? Oh, sorry. Kann man das auf Englisch eigentlich gucken? Es ist auf Deutsch tatsächlich lustiger wegen den ganzen Dialekten. Okay. Also auf Englisch ist es nicht so witzig. Aber man kann es trotzdem gucken. Ja. Bist du noch da? Ja. Dann ist gut. Ich versuche nebenher zu rauchen und es funktioniert nicht so. Ja. Hast du denn noch Themen? Ich glaube nicht, nein. Also mein... eigentlicher Plan, heute aufgrund von enormer Themenlosigkeit über Festkörperphysik zu reden, macht mein Gehirn nicht mit. Herrenmode des Biedermeier, was mein Alternativthema gewesen wäre, habe ich nicht genug vorbereitet, glaube ich. Außer, naja, hier Gehrock lang und alles sehr tailliert geschnitten und hohe Krägen. Diese Vatermörder. Genau, ja, genau. Ja, damit hätte ich mein Thema durch. Gut. Soll ich dir noch den Film vorstellen, den ich mitgebracht habe? Du hast... Ja, bitte. Ich werde auch gleich dazu ein Bild twittern. Da musst du es nicht selbst suchen. Yay. Vielleicht hängen wir das auch oder verlinken das auch irgendwie dann noch. Wie stehst du denn zu Sean Connery? Jetzt privat oder beruflich? Beides. Ja, war schon, also früher ein guter Bond. Gut, und dieses Möckchen treibt mich nicht was. Wo wollte ich denn hin? Ach ja, er hat nämlich im Jahr 1974, also nach der Bond-Zeit, ja, einen postapokalyptischen Science-Fiction-Fantasy-Film gedreht.
Star Wars. Nein. Ja. Sardos. Ah, passt. Es geht darum, also die Handlung ist postapokalyptische Zukunft. Und es gibt die Brutalen und die Ewigen. Die Brutalen sind so Barbaren, da gehört Connery dazu. Und die Ewigen sind, ja, unsterbliche, fast schon gottgleiche Wesen, die hinter einer Kuppel leben. Irgendwann kommt Sardos halt in diese Kuppel und es ist ziemlich bizarr. Es gibt Riesenköpfe und er findet da in einer Bibliothek auch ein Buch und erkennt dann, woher der Name Sardos kommt. Mhm. Nämlich The Wizard of Oz. Oh nein. Ja. Und stellt sich natürlich die Frage, das Übliche, würdest du Gott töten? Ja. Natürlich. Aber das Wichtige, und da werde ich jetzt gleich das Bild twittern, ist das Outfit von Connery. Okay. Er trägt einen roten Speedo, hohe Stiefel, hat einen langen Zopf. Es ist, das willst du nicht sehen. Oder das willst du sehen. Ich schmeiße es jetzt auf Twitter. Mhm. Also es, wenn man Connery so kennt, das kann man nicht ernst nehmen. Er hat auch so x-förmig zwei rote Gurte. Nein. Über der Brust. Die Brust natürlich voller Haare. Ist er nicht ein sexy Mann? Nein. Ein Albträumchen von einem Mann. Ja, herrlich. Vor allem diese... Nee, nicht vor allem. Das Gesamtpaket. Ja. Die Beule in seiner Hose. Also es ist ein... die Beschreibung... des Films ist nicht so bizarr, wie der Film tatsächlich ist, wenn du ihn dir anguckst. Okay. Er ist wahrscheinlich eher unfreiwillig lustig, aber er ist sehr lustig. Er versucht wirklich so mythologisch zu sein, philosophisch, religiöse Themen, aber es ist tatsächlich ein total abgedrehtes Ding. Ja. Das ist die Filmempfehlung für heute. Sardos. Grusel, Grusel, Grusel. Gut, gut. Können wir jetzt ins Bett? Ich habe letztens... Ja, können wir. Nein, sprich nicht. Nee, ist schon okay. Was hast du denn letztens? Ich möchte nicht mehr reden heute. Du musst aber noch reden. Das ach, kommt hier nur nicht mehr auf die Aufnahme. Haha. Ich habe letztens die zweite Hälfte von Kentucky Fried Movie gesehen. Ah. Weil es auf Arte lief des Nachts. Ein wunderbarer Film. Ich war fasziniert. Ich hab nicht unbedingt positiv, aber also vielleicht ist der auch auf Englisch halt wieder mal besser als auf Deutsch, das mag sein. Aber das war schon ganz schön. Ganz schöner Humbug. Ja. Ich muss den mal wieder gucken, glaube ich. Ich habe mir auch mal Amazonen auf dem Mond geholt. Das ist ja genauso ein recht ähnlicher Blödsinn. Ja. Aber dazu vielleicht mehr in einer anderen Folge. Ich glaube, ich weiß aber, welchen Film ich das nächste Mal vorstelle. Ich schreibe es mal auf meinen Themenzettel.
Ach, da habe ich auch noch was draufstehen. Oh, was denn? Ja, dass die USA kleinere Kondome bekommt, weil die Standardgröße zu groß ist. Echt jetzt? Ja. Witzig. Die Standardgröße ist... Moment. Ich habe es mir nur auf 5,57 Inch. Ich weiß jetzt aber nicht mehr, ob das die Penisgröße oder die Kondomgröße ist. Mhm. Ich glaube, das war die Penisgröße und die Kondomgröße ist noch ein Inch im Schnitt größer. Aha. Oh. Ich weiß nicht, ob man es im Hintergrund hört. Es klingt, als hätte der Nachbar entweder eine Kettensäge oder ein Motorrad angeworfen. Nein, das ist Ketten, bist du schon ganz richtig. Das sind die Ketten vor der Garage, wo gleich ein totes Tier hochgezogen wird, vermutlich. Aha, okay. Frag mich. Zum Glück macht das auch vorne alles raus. Hoffe ich, denke ich, glaube ich. Tja, wir werden sehen. Wobei ich bei meiner Waldrunde am Sonntag lebendigen Tieren begegnet bin. Was? Im Wald? Ja, im Wald, erschreckend. Wie kommt die denn dahin? Ich bin da diese Strecke entlang gegangen, die ich schon ewig nicht mehr entlang gegangen bin. Ja. Und so 50 Meter vor mir raschelt es. Und ein Alttier steckt den Kopf aus dem Gebüsch. Also so ein weiblicher Hirsch. Aha. Guckt mich an. Ich bleibe stehen und gucke zurück. Und dann hopst es los über den Weg und so einen großen Bogen in den Wald rein. Ja. Und ich habe gesagt, Entschuldigung, ich wollte dich nicht erschrecken. Hättest auch bleiben können. Mhm. Und dann raschelt es wieder. Und dann kommt ein zweites Stück, ein drittes, ein viertes, ein fünftes, ein sechstes, ein siebtes, ein achtes, ein neuntes, ein zehntes, ein elftes, ein zwölftes und als 13. kam dann noch ein Hirsch hinten her. Abgefahren. Ist das nicht so ein bisschen, also müsste das jetzt hier nicht eigentlich so die Zeit werden, wo man das nicht mehr so gerne hat, auch Hirsche zu treffen, weil die einfach prunftmäßig, oder ist das noch nicht? Doch, die prumpfen schon ganz schön, aber da braucht man als Mensch eigentlich keine Angst vor zu haben. Also wenn ich jetzt quasi den Prunftschrei krampfhaft imitiere und das echt gut? Ich glaube, der guckt schon, wo er gegenrennt, bevor er gegenrennt. Vielleicht machen wir da mal eine Live-Folge zu. Okay. Ja. Demnächst. Bei alt und verbittert.